Für mich war von Anfang an wichtig, dass wir das Reformationsfest 2017 ökumenisch ausrichten. Ich habe mich sehr gefreut, dass im Auftaktvortrag, einem großen theologischen Vortrag von Kardinal Kaspar, ein römischer Kardinal sagt, das Reformationsjubiläum 2017 ist ein Kairos für die Ökumene. Das ist natürlich ein toller Auftakt und ich finde es schön, dass wir dann die theologischen Fragen aufgreifen. Was gibt es denn im Verständnis von Abendmahl, Taufe und Amt noch für Unterschiede? Wo sind wir schon sehr weit gekommen? Aber wir auch so etwas haben wie den großen China-Tag. Da werden die Christinnen und Christen aus China erzählen, was es bedeutet, in ihrem Land Christ und Christin zu sein. Und wir werden den Pilgerweg für Gerechtigkeit und Frieden miteinander gehen. Das ist eine ökumenische Initiative, die die Themen Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung aufgreift.